am Spieltisch der Orgel, also am Arbeitsplatz der Organisten, möchte ich Ihnen ganz gerne ein bisschen zur klanglichen Idee der Niehoffschen Orgel zeigen, der großen Brabanter Orgel. Sie fußt auf der mittelalterlichen Orgel. Die mittelalterliche Orgel konnte entweder laut oder gar nicht. Also es gab nicht Register, die man ziehen konnte, um Klänge einzustellen, sondern sie hatte einen fest eingestellten Klang und der klang in etwa so. Auf jeder Taste erklingt nicht nur eine Orgelpfeife, sondern deren, in diesem Falle unserer Orgel, 17. In der mittelalterlichen Orgel konnten das bis 48 Pfeifen sein, die gleichzeitig klingen auf verschiedenen Tonhöhen und das macht diesen strahlenden, großen, kräftigen Klang aus. Die Orgelbauer der Renaissance entwickeln nun, dass man Register ziehen kann, also nicht nur alle Pfeifen gleichzeitig spielen, sondern nur bestimmte Pfeifenreihen auswählen kann. Und damit erhöht sich bei gleicher Pfeifenzahl natürlich die Zahl der verschiedenen Klangfarben. Nicht nur laut, sondern auch sehr still. Oder sehr glitzernd. Und was der Kombinationen mehr sind. Eine Entwicklung in der Musik der Renaissance war das sogenannte mehrchörige Musizieren. Also mehrere Chöre musizieren miteinander, gegeneinander, Dialog oder auch in Partnerschaft. Und das wollten die Organisten natürlich auch oder die Orgelbauer. Und so entsteht das sogenannte Rückpositiv, also eine zweite Orgel, die eine eigene Klaviatur besitzt und nun einen Dialogpartner zum Hauptwerk, zur Hauptorgel darstellt. Die beiden Orgeln können in Dialog treten, aber sie können auch gleichzeitig gespielt werden. Eine weitere wichtige Erfindung war die Feststellung, dass die Orchester der damaligen Zeit im Wesentlichen aus Blasinstrumenten bestanden, Flöten und Rohrblattinstrumenten. Blasinstrumente, die Orgel ist nichts anderes als ein Blasinstrument. Blasebalg, Wind, der in Pfeifen geführt wird. Diese orchesterimitierenden Register baut Niehoff in eine eigene Orgel in einer oberen Etage des Hauptwerks ein, dem sogenannten Oberwerk, von einer eigenen Klaviatur aus zu spielen. Auch wieder miteinander kombinierbar und damit schon wieder viele neue Farben bringend. Die Rohrblattinstrumente des Orchesters werden die Zungenregister der Orgel. Auch hier wird eine Zunge, allerdings eine Metallzunge, durch den Wind in Schwingung versetzt und das klingt dann manchmal etwas schnarrend. Und auch die Rohrblattinstrumente können mit den Flöten gemeinsam spielen. Damit aber noch nicht genug. Auch die Flöten, auch dieses Orchester, soll einen Dialogpartner bekommen. Den baut Niehoff wiederum im Rückpositiv ein, auf einer eigenen Etage, allerdings nicht mit einer eigenen Klaviatur, sondern über die normale Rückpositivsklaviatur zu spielen. Und damit habe ich einen Dialogpartner für das Orchester im Oberwerk. Nur die Flöten bekommen ihren Dialogpartner, sondern auch die Zungenregister. Ganze vier dieser Zungenregister besaß allein das Rückpositiv, also ein großer Klangreichtum. Über das Pedal haben wir noch nicht gesprochen.
Das Pedal besaß damals eigentlich keine eigenen Register, sondern war fest verbunden mit dem Hauptwerk und sollte dem Hauptwerk mehr Gravität verleihen. Ich spiele einmal das Hauptwerk ohne das Pedal. Und jetzt mit dem Pedal. Das Hauptwerk nicht nur Glanz, sondern eben auch Gravität. Aber das Pedal hatte auch noch eine zweite Funktion. Es konnte Cantus Firmus Manual sein, also ein Orgelwerk, auf dem man eine einzelne Melodie spielt, die man dann mit den Händen begleitet. Dazu besaß das Pedal eine Trompete und die spielte den Choral im Tenor. War damals die normale Lage für den Choral in der Musik, aber es bildete sich auch langsam, aber sicher der Sopran als melodieführende Stimme heraus und dafür besaß das Pedal das sogenannte Nachthorn als Cantus Firmus Register. Und damit hatte der Organist nun viele, viele Spielmöglichkeiten, Möglichkeiten, Farben in Kontrast zu setzen, in Dialog zu setzen. Und es war unter anderem der große Komponist Jan Pieterszoon Sweelinck, der an einer Niehoff-Orgel in Amsterdam ganz eigene Musikformen für diesen Orgeltypus entwickelte. Vor allem die Echo-Fantasie, die auf solchen Orgeln möglich ist. Ein Manual, eine Hand spielt quasi die Begleitung oder eine Chormotette in Orgelfassung. Die andere Hand spielt dazu eine Solostimme, die dann von einem weiteren Manual ein Echo bekommt. Zum Beispiel so. Damit sind klangliche Möglichkeiten eröffnet, die für die nächsten 100 Jahre die Entwicklung der Orgelmusik ganz maßgeblich prägen und baugeschichtlich gesehen im Orgelbau den gesamten Orgelbau Norddeutschlands über die Familie Scherer bis hin zu Abschnittger ganz deutlich prägen. Und hier kann man auch sehen, dass nicht unbedingt immer die Musik schon da ist und die Orgel nach der Musik gebaut wird, sondern die Orgel da ist und Musik aufgrund der technischen und klanglichen Eigenschaften einer Orgel entwickelt wird.